Hallo, ich bin Ellie Jenix und ich brauche deine Baukünste. Die Aufmerksamen unter euch werden es vermutlich schon wissen, ich feiere im nächsten Monat meinen YouTube-Geburtstag. Mein erstes Video kam nämlich tatsächlich am 14. Februar 2022 online und das möchte ich natürlich mit euch feiern. Wie immer wird es ein Stream-Event auf Twitch geben und zwar am 25. Februar. Tragt euch das am besten schon mal im Kalender ein. Es wird wieder ein tolles Programm inklusive Gewinnspiele geben. Was alles passieren wird, lasse ich euch noch früh genug wissen. Falls du aber Ideen oder Wünsche hast, schreib sie mir natürlich sehr, sehr gern in die Kommentare. Eine Sache steht aber schon fest, es gibt meine erste Shell Challenge. Und zwar möchte ich, dass ihr mir Gebäude für mein zukünftiges Let's Play erstellt. Diese werden wir uns dann im Stream gemeinsam ansehen und dann natürlich auch gemeinsam abstimmen, wer gewinnt. Für alle, die das nicht wissen, sobald die Werwolf-Challenge nämlich abgeschlossen ist, beginnen wir eine Disney-Challenge. Aber keine ganz normale Disney-Legacy. Bei mir werden nämlich auch die Bösewichte eine ganz wichtige Rolle spielen. Mehr möchte ich darüber jetzt noch nicht erzählen, aber auf jeden Fall spielen wir diesmal in Windenburg und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Hier sind wir nun in einem völlig neuen Spielstand und in einem fast leeren Windenburg. Wie ihr seht, es sind wirklich nur ein paar Gebäude hier und unter anderem zwei unterschiedliche Shells. Da hätten wir einmal diese hier oben. Und dann hätten wir noch die hier unten. Bevor wir uns die Shells jetzt aber genauer anschauen, noch ein paar Grundregeln, die für beide gelten. Erstens, hochladen könnt ihr bis inklusive 24. Februar oder um genau zu sein, eigentlich bis der Stream beginnt. Aber ich weiß noch nicht genau, wann ich damit beginne. Deshalb ladet sie am besten einfach bis 24. Februar hoch. Zweitens, bitte benutzt keine Mods und kein CC, außer der Toolmod, der ist natürlich erlaubt. Drittens, existierende Wände dürfen nicht verändert werden, also die Außenwände müssen eben bestehen bleiben. Die Wandhöhe könnt ihr aber gern verändern, das ist mir relativ gleichgültig. Viertens, ihr könnt das Gebäude frei drehen und verschieben. Fünftens, es dürfen alle Packs benutzt werden. Ich habe zwar nicht alle Packs und ich lasse euch in den Kommentaren nochmal wissen, welche Packs ich habe und welche nicht, aber ich plane mir sowieso alle zu kaufen und im Notfall muss ich eben ein paar Möbel ersetzen. Aber gut, dann schauen wir uns jetzt die erste Shell einmal genauer an. Das ist diese hier. Und zwar wird das ein Starterhaus. Und hier auf diesem bezaubernden kleinen 20x20 Grundstück haben wir jetzt diese Shell. Und zwar soll das eine kleine, unbewohnte Waldhütte werden. Wer das Märchen Schneewittchen kennt, wird vermutlich schon wissen, wer hier früher oder später einziehen wird. Was mir aber wichtig ist, noch wohnt noch niemand hier. Das bedeutet, am besten soll alles verlassen und ein wenig verkommen und renovierungsbedürftig aussehen. Einfach so, als hätte schon jahrzehntelang dieses Grundstück niemand mehr betreten. Und da es natürlich eine Hütte im Wald sein soll, würde es sich natürlich auch anbieten, wenn ihr den Garten rundherum dementsprechend gestaltet. Eine Sache gibt es noch, bitte bleibt unter 30.000 Simoleons, einfach damit wir dann so schnell wie möglich einziehen können. Ihr findet die Shell in meiner Galerie oder unter dem Hashtag EllieJenixDisneyStarter. Und wenn ihr mit der Shell fertig seid, bitte auch wieder unter diesem Hashtag hochladen. Aber gut, dann schauen wir jetzt gleich mal bei der zweiten Shell vorbei. Unsere zweite Shell steht eben hier. Es ist ein 30x20 Grundstück und eines ist gleich mal wichtig zu betonen. Im Gegensatz zur anderen Shell muss diese nicht hier stehen bleiben. Also wir hätten auch hier noch ein 30x20 Grundstück oder hier noch ein 30x20 Grundstück. Also ihr könnt eurer Kreativität hier wirklich freien Lauf lassen, aber schauen wir am besten gleich mal vorbei. Und hier haben wir jetzt die zweite Shell. Ich weiß, es ist wirklich eine absolute Herausforderung. Ja, also wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, was ich daraus machen würde, aber euch fällt sicher etwas Großartiges ein. Hierbei ist es mir auch besonders wichtig, dass es nur eine Vorgabe gibt. Es muss ein Gemeinschaftsgrundstück sein. Also es ist völlig egal, ob ihr daraus ein Gym macht, ein Restaurant, ein Café, eine Bibliothek, ein Wellnesscenter, was auch immer euch einfällt. Tobt euch am besten einfach aus.
Und auch diese Shell findet ihr natürlich in meiner Galerie oder unter dem Hashtag Elyenyx Shell Random. Mir ist kein besserer Name eingefallen. Und wenn ihr damit fertig seid, natürlich bitte einfach wieder unter diesem Hashtag hochladen. Ich weiß, dass sich schon viele von euch bei meinem letzten Stream-Event eine Shell-Challenge gewünscht haben, deshalb hoffe ich sehr, dass ihr euch darüber freut. Ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, eure ganzen großartigen Gebäude zu sehen. Falls ihr die Regeln während dem Bauen übrigens vergessen solltet, findet ihr diese natürlich auch auf meinem Discord-Server. Den Link dazu findest du hier in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Fragen habt, einfach ab in die Kommentare damit. Und an dieser Stelle sind wir dann aber auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!